Konnichiwa und herzlich willkommen hier zur 12. Kampagnen-Episode mit den Kamakura Minamoto in Rise of the Samurai. Letztes Mal gab es eine semi-epische Schlacht zu sehen, es war jetzt nicht wirklich episch, aber wir haben sie immerhin episch abgewehrt. Dafür hat es gereicht. Jetzt kommt die zweite Welle von den Yajima Taira. Dann ist jetzt hier noch eine weitere Armee aufgetaucht in unseren Landen, nämlich die Hirayasumi Fujiwara. Wie man hier sehen kann, auch schon mit verbesserten Waffen und Rüstungen. Das wird schwer werden, sehr schwer sogar. Wird auf jeden Fall nicht einfach sein. Ich gucke gerade mal unsere Reinforcements, oder beziehungsweise die Retainers meine ich. Ist eine Reihenfolge. Ja, das. Leider nicht wie in Shogun 2 das Samurai-Gefolge, weil dann hätte ich hier eine bessere Chance. Ja, also das wird schwierig werden. Vor allem, wenn er jetzt noch... Ich muss gerade mal gucken. Oh, das ist nicht gut hier. Das ist nicht gut. Also ich muss... Ich muss hier zurück. Später dann. Jetzt verliere ich Shimosa. Ablenken kostet zu viel. Das ist das Blöde. Ich glaube nämlich, dass er mit denen hinterherkommt. Ich kenne die KI ja leider. Darauf müssen wir uns jetzt aber ankommen lassen. Ich hoffe mal, dass ich die Taira hier blicken, dass ich sie vernichten kann und dann hier rüber komme. Das ist aber ziemlich garstig. Der Weg, den ich hier einschlage. Na, schauen wir mal. Die Flotte kommt wieder. Ich hätte früher umkehren sollen, glaube ich. Okay, jetzt zieht sich doch erstmal zurück. Das ist gut. Na, wo ist sie denn jetzt? Nein, nicht ablenken. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Hoffentlich auch nicht bestochen oder irgendwas. Okay, jetzt zieht sich da weg. Das ist ja cool. Wie das? Wieso zieht er sich da jetzt zurück? Ich hoffe mal, die Kiso, mein Bruderclan, wird sich da... Bedenkt meine Worte mit Vorsicht und tut dies auch mit eurer Antwort. Das ist ja jetzt interessant. Wie ihr gerade sehen könnt, die Kubota Fujiwara bieten uns ein Bündnis an. Und Zugang. Dann will ich aber ein bisschen Kohle haben. Auf jeden Fall. Ich biete euch auch mehr an. Ein bisschen Geld will ich von euch haben. Ach, seid nicht so knickrig. Biete ich euch unendlich Zugang an? Nee, okay, gut, dann nicht. 5 reicht auch schon. Ich will nicht zu viel denen gewähren. Obwohl, wenn sie nur 5 Runden Zugang haben, dann bringt ja sowieso nichts, total unsinnig, aber die KI sieht es trotzdem gerne. Es wäre wirklich cool, aber das wollen sie nicht. Wenn ich ihnen mehr anbiete, auch nicht. 5 reichen. 5 reichen. Heirat kann man leider nicht arrangieren. Handelsabkommen würde ich auch machen, gleich bei der Gelegenheit. Also, es ist zwar von der Gesinnung her ein Feindsklan von mir, aber es ist ein wahnsinnig gutes Bündnis, um mir den Osten von den Hirayasumi loszuwerden. Und dann habe ich auch noch einen guten Schutz, wenn es dann nochmal gegen übrige Clans in der Mitte geht. Das Bündnis wird nicht ewig halten, aber es soll seinen Zweck erfüllen. Kriegsbeitritt erbitten. Wäre auch schön, wenn ihr... Jawohl, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Jetzt haben wir einen weiteren Verbündeten gegen Yajima Taira. Ansonsten, was habe ich noch? Geld kriege ich nicht von euch. Kriege ich vielleicht 500? Na, sagen wir 100. 100 würden es mir geben. 200 vielleicht. 150. So. Biete ich heute mal 10 Runden an. Mehr als 100 wollen sie aber, glaube ich, nicht geben, egal wie. Ja, nee. Immer dieses blöde Anbieten hier. Ich will es doch fordern, nicht anbieten. Nee, das ist mir das Geld dann nicht wert.
mehr Zugang. Unendlicher Zugang. Gut, dann sagen wir mal so 120. Oder nicht 200. 120. 110. Dann also 100. Nein. Gut, also. Nochmal für alle zum Mitschreiben. Wir haben jetzt ein Handelsabkommen. Ganz wesentlich natürlich das Bündnis. Dann der Zugang, 5 Runden, der würde schnell verstreichen, da haben sie nichts von, aber da haben wir jetzt einen Anreiz. Ihr kriegen 100, Koku, das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Kriegsbeitritt gegen Yajima Taira seitens von denen, ja. Danke. Ihr habt gut gesprochen und ich bin überzeugt. Ich werde euer Angebot annehmen. Bisschen unmoralisch, ne? Auch vielleicht gegen die Kiso, aber das ist gut, weil die werden stärker. Und die Hiraizumi vernichten sie, das sehe ich schon. Könnt ihr oben schon sehen, das ist gut, weil dann haben wir die Chance, uns jetzt mehr auf den Westen zu konzentrieren. Das ist ein wichtiger Pakt quasi, nicht nur eine Verhandlung. Drohender Angriff der Nita. Immer die Nita hier. Armee vom Feind abgelenkt. Heiji Monogatari, ein Gelehrter, sucht eure Unterstützung, um die Ereignisse der Heiji-Rebellion aufzeichnen zu können. Das hat man doch schon mal irgendwie, oder? Lord Yoshimoto. Yoshitomo. Yoshimoto, das war von den, Moment, das war, glaube ich, von den Shimazu, ne? Ich habe mich gerade irgendwie verwechselt. Lord Yoshitomo wollte damals den korrupten, im Kloster lebenden Kaiser vertreiben, wurde aber durch die Ränke der Taira daran gehindert. Ah. Jeder muss die Wahrheit über den Taira-Verrat erfahren. Wir werden diesen Mann unterstützen. Hätte inspirierende Bemühungen, aber 1000 können wir doch gar nicht geben. Generierten Wohlstand. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Eines Tages wird unsere Familie über die Taira triumphieren. Das wird eine... Jeder muss hier... Wir werden diesen Mann unterstützen. Versuchen wir es mal. Ich weiß, jetzt haben wir uns ein bisschen Minus, aber... Jetzt haben wir mehr Einkommen für eine Zeit. So. Also, hier haben wir sie, ja. Also, die ist abgelenkt, aber zum Glück hat er nicht die hier abgelenkt. So. Mache ich jetzt auch mal einen schnellen Battle. Wie viel haben wir noch übrig? Na gut, es geht mit den Verlusten. Bogenherbaner. Verbleibend 0. Das ist gut. Okay, dann haben wir die jetzt erledigt. Gut, dann wollen wir zurück hierhin. Ich sehe schon, hier sind sie jetzt auf dem Weg zu uns. Wie lange brauchen wir dahin? 2 Runden schon. Hier nehme ich mal eine weg noch. Jetzt könnte ich ihn angreifen, aber das wäre ziemlich dämlich. Ach, die ist auch schlecht geschützt, die Provinz hier. Schade, dass da Musashi noch dazwischen liegt. Manchmal hat man einfach vom Land her Glück, aber hier ist schlecht. Wie lange brauchen wir hier noch? Noch über ein Jahr. Um diese blöde Kurve hier zu kommen. Also das da oben haben jetzt sowieso die Kubota eingenommen. Jetzt haben wir sowieso keinen Grund mehr dorthin zu gehen. War leider totaler Fehlschlag, aber ging ja nicht anders. Ah, ich kann nur hoffen, dass sie... Ach, hier sind sie ja schon durchgedrungen, das ist schon mal gut. Ich kann nur hoffen, dass sie jetzt sofort... Sie sind ja mit denen verfeindet auch. Das heißt, ich hoffe mal, dass sie schnellstmöglich darüber kommen. Ich mal kurz gucken, ob ich noch einen Handelspartner finde. Ich muss da auch mal mit welchen handeln, die halt nicht ganz meine Gesinnung haben. Wobei, das wird ja nicht lange halten. Ich finde es ja schon sehr ulkig, dass wir ausgerechnet die Fujiwara, dass die selbst auf uns zugekommen sind mit dem Bündnis, finde ich ja schon sehr krass. Aber es ist, wie gesagt, sehr wertvoll für uns. Nur, dass wir das jetzt... Ach, das ist ärgerlich hier mit der Hafenblockade. Das nimmt nämlich noch viel weg. Hier drüben war ja alles klar, ne? Oh, hoffentlich greifen die nicht hier an. Sehe ich gerade. Das ist nicht so schön. Da sollte ich vielleicht noch ein paar hinschicken.
Mann. Was mache ich denn jetzt am geschicktesten erstmal? Also ich muss das hier jetzt erstmal wegkriegen, dann muss ich das wegkriegen. Dann, mit dem Kiso bin ich ja verbündet, dann kann ich mit der Flotte am besten hier drüben einfallen. Bei den Fukuhara Taira, obwohl die sind schon mächtig. Oh. Die Hajima sind schwächer, ne? Aber mehr Provinzen. Ja, trotzdem muss ich bei denen einfallen. Die sind sogar mächtig, aber okay. Oder wir schnappen uns hier die Kitabatake. Warte mal. Was mit denen? Ja, wenn wir hier noch Clans dazu. Oder hier die Honda. Mal sehen, was waren das für ein Clan? Fujiwara. Ja, gut, die kriegen wir. Dann nehmen wir. Wir müssen ja sowieso. Suruga ist ja hier. Totomi. Dass wir hier anlegen. Und da reinfahren. Ich meine, gut, wir könnten noch direkt hier sie hier angreifen, aber ich schätze mal, dass sie sich hier schon sehr stark ausgebaut haben. Sie selbst anzugreifen wäre jetzt noch ein bisschen... Wir haben sie noch nicht mit ihnen verfeindet. Das heißt, ja, wir müssen sowieso hier hin. Und hier können wir uns ja immer schlechter ausbauen. Das heißt, wir sind sogar gezwungen, jetzt was zu machen. Geht nicht anders. Ich hoffe mal nicht, dass die jetzt... Ah, das war klar. Andererseits... Ach, nee, bitte nicht jetzt. Was wird denn das jetzt? Komisch, hier kann man nicht sehen, ob die Aktion am Anfang erfolgreich war oder nicht. Das wird dann erst dann vor die Nase geklatscht. Ist auch sehr nett. Yajima Taira, Fukuhara Taira. Ja, komm schon. Kiso könnte uns auch mal helfen hier. Ein bisschen einsam hier unten. Ja, ja. Weiter, weiter. Sehr schön. Wenn ich jetzt... Ach, ich bin so weit weg, das ist schlecht. Ansonsten könnte ich sie jetzt im Verband angreifen, mit denen zusammen. Ah, das ist das Schwierige. Wäre blöd, wenn jetzt die Hiraizumi erst die Provinz angreifen, von uns die einnehmen und dann die Dings... Oh, die Nita greifen an. Hm, nee, da will ich gar keinen Beistand erbitten. Wenn, dann kriege ich den schon so... Die haben doch gar nichts aufzubieten. Ich weiß gar nicht, warum die uns angreifen wollen. Ein Versuch. Ach nee. Wo kriegen die immer ihre blöden Armeen her? Ich kann nicht... Ich brauche noch eine Runde. Auch noch eine Runde. Also jetzt habe ich ja einen Verbündeten zum Glück, weil wenn ich den jetzt nicht hätte, würde es echt schwierig werden. Also jetzt habe ich die hier gegen mich und die. Oh Mann, ey. Ich weiß ja nicht, warum die Kubota sie nicht hier oben schon mal angegriffen haben. Die Nita. Das wird jetzt schwierig werden. Ich weiß nicht, die Nita müssen auch noch Mist machen. Drückt euch klar aus und redet schnell. Eure Anwesenheit ist nicht willkommen. Wollen sie nicht annehmen. Sogar Geisel wollen sie nicht. Kriege ich mit denen vielleicht Frieden? Drückt euch klar aus und redet schnell. Eure Anwesenheit ist... Nee, dazu sind die Spannungen zu groß. Schwierig. Wie immer. Schwierig. Immer sehr schwierig. Ja, wie regeln wir das jetzt am geschicktesten? Ich denke mal, wir werden wohl eine Provinz verlieren in diesem Gefecht. Was es danach kommt, wenigstens eine. Zwei Armeen, also es ist quasi 2 gegen 2, wenn ihr so wollt. Ich und die Kubota gegen die Hiraizumi und die Nita. Die mussten auch noch kommen, ey, ganz ehrlich mal. Musste das sein? Nein. Wenn ich sie hier rüberziehe, vielleicht bringe ich ihn dazu, hier anzugreifen, aber ich weiß nicht. Das wäre ja zu schwer für ihn, deswegen würde er es nicht machen. Nee, da werde ich wohl... Da würde ich den Jenny verlieren. Ist auch nicht so gut. Obwohl. Ich ziehe ihn ab und bringe ihn... Wie nah muss er denn dran? Dahin? Doch, ist eine gute Idee. Wenn wir die Provinz verlieren,
egal. Auch wenn jetzt hier natürlich wichtige Gebäude sind, muss es sein. Der Versuch muss gewagt werden. Der Versuch muss gewagt werden. Ich denke aber, das wird sich... Ach, hier sind ja wieder... Ach, super. Haben wir ja geklappt hier mit dem Bankott, sehe ich gerade. Hat sich auch nicht mehr negativ hier ausgewirkt. Aber das wird sich wieder für uns zum Guten herausstellen. Wir haben halt nur eine starke Armee jetzt. Und das ist die hier. Die anderen sind bescheiden. Auch in ihrer Qualität. Nee, ich muss die hier durchbrechen und dann am besten gleich hier angreifen. Also ich schätze mal, da gehen wir gleich feuerfrei weiter. Weil hier abwarten bringt nichts. Jetzt wird's spannend. Nein, bitte nicht ab... Gut. Gut, das war jetzt klar. Okay. Das war jetzt klar. Das müssen wir hinnehmen. Ich kann nur hoffen, dass... Ach, was macht ihr denn? Nein, nicht an... Ach, nein. Ah. Ach, Mann, das... Wollt das schaffen? Ich weiß nicht. Ich glaube eher nicht. Wir haben 200 und er hat 260. Wobei, wenn ich die erste Welle... Ach, ich versuch's einfach mal. Seeschlacht, auch mal wieder nice. Wie muss ich meine Seehandelsrouten hier beschützen? Und meine Handelsposten? Ach. Oh, sogar mit Land. Interessant. Ach, je. Also, es, ihr seht schon, es ist recht haarig. Die Angelegenheit, die wir hier zu stemmen haben. Das mit dem Provinzverlust, das macht mir auch wieder sehr zu schaffen, aber ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, wenn wir mit unserer eigenen Armee ihn nochmal bedrängen, mit den Kubota hoffentlich zusammen, weil die werden ja auch Interesse haben. Am besten werde ich sie belagern. Vielleicht kommen die Kubota dann noch mit dazu. Die Nitas sind allerdings auch noch auf dem Weg, das ist das Blöde. Aber gut, dass sie uns das Bündnis angeboten haben, sonst wäre ich jetzt nämlich verloren. Drei Gegner kann ich nicht abwehren, aber zwei zusammen mit dem Verbündeten ist schon möglich. Ja, mit Handelsschiffen zu kämpfen ist eigentlich nicht so gut. Vor allen Dingen haben die keine Feuerpfeile. Das ist das Schlechte. Ach, hier haben wir ja... Sehe ich gerade eine... Ach, greifen wir jetzt alle direkt einfach an, bevor Verstärkung kommen kann. Alle direkt angreifen. Den drehen wir erstmal wieder ab. Verstärkung ist noch ein bisschen weit entfernt, sehe ich gerade. Spulen wir vor. Legt euch mal an die Ruder, Männer. Die können euch nicht mal schnell rudern, hier die tollen Handelsschiffe. Deswegen sind die komplett ungeeignet für den Kampf. Legt an! Schnell! Ja, sehr gut, wir haben die erste Salve abbekommen. Ja, sehr gut. Weitermachen. Bevor die anderen ankommen. Oh, die sind auch schon auf dem Weg. Gehe ich mal hier rüber. Mann immer noch. 39 Mann. Komm, legt an und trefft. 38 Mann. Ist aber schnell sie erledigen. Moral sinkt. Oh, wieder Feuerpfeile dann drauf. Oh ja. Das war eine schöne Salve. Und nochmal. Once again. Gut. Die haben wir geschafft. Leider sieht es bei den anderen jetzt schlechter aus. Drehen wir erstmal wieder ab.
Großschiff und mit einem Großschiff haben sie auch noch dabei. Legt euch in die Riemen. Ich habe nur Chancen mit Feuersalven von meinen beiden leichten Begleiterschiffen da so ein bisschen was zu deichseln. Ansonsten wird es ziemlich schwierig, aber ich habe jetzt zum Glück noch keinen Verlust bisher gemacht in der Schlacht. Noch keinen einzigen, oder? Haben die? Nee, auch nicht. Ich muss die aufsplitten. Wir haben drei Schiffe, das Handelsschiff ist keine Gefahr, aber die anderen beiden sind sehr wohl eine Gefahr. Wird ein bisschen haarig werden. Ich sehe schon, mit dem kann ich jetzt schon mal hier umdrehen. Nee, dreht mal bitte hier so um. Ist mir lieber. Andersrum drehen dauert zu lange. Eine Feuersalve drauf, bitte. Die ziehe ich weiter weg. Trefft ihr auch welche oder nicht? Ja, ein paar zumindest. Ja, doch. Aber sehr, sehr, sehr geringfügig. Es ist gut, dass beide ein Schiff attackieren. Trotzdem wird es haarig werden. Oh je, jetzt dreht die das eine Schiff bei. Come on, guys, come on. Eine Feuersalve drauf, komm. Gut, sehr gut. Gut, sehr, sehr gut. Jetzt nochmal voll draufhämmern. Draufhämmern. Gut, sehr gut. Die sind weg. Boah, ist das spannend hier in der Rise-Kampagne. Hätte ich nie gedacht. Macht die noch fertig. Finish them off. Das können wir schaffen. Wir müssen uns nur anstrengen. Ja, die fliehen nur. Komm, brecht sie. Wir müssen weg. Ach, lassen wir es. Greifen wir die an. Die sind keine Gefahr mehr. Oh, hier ist fast der Kampagnenkartenrand erreicht. Muss ich aufpassen. Erstmal das Handelsschiff, das ist empfindlicher. Und der Rest wird sich dann vielleicht auch schon klären. So. Leg dich in die Riemen. Schnelles Rudern. Ach genau, ihr dreht sie für uns. Das ist auch eine gute Idee. Ihr dreht sie. Schießen sie jetzt endlich mal oder nicht? Eine Frage des Manövrierens ist es ganz klar. Mal sehen, ob ich ein guter Admiral bin. Ich schätze mal eher nicht. Aber gut. Jetzt habe ich gleich aber nochmal schnelles Rudern für mich. Jetzt haben sie einen erwischt. Dann doch mal eine Salve erstmal auf das große Schiff. Das ist gefährlicher. Das andere ist ja nur ein Handelsschiff. Kommt schon, ja. Gut. Und nochmal. Ich hab nicht so gut getroffen. Nicht so eine scharfe Kurve möglichst. Oder aber. Habt aber einen guten Schuss gelandet, muss man sagen. Doch, doch, das muss man euch bescheinigen. Haben die keine Feuerpfeile, überlege ich mir gerade. Hier muss ich wieder eine Kurve drehen.
Nicht so eine enge Kurve. So, nochmal eine engere Kurve machen. Kommen wir sowieso nicht an uns ran. Ja, jetzt müsste ich eine gute Schussbahn haben. Feuerpfeile. Anders. Das kostet ein bisschen was, aber... Das ist es wert. Ja, gut, gut. Weiter. Das reicht nicht ganz. Das reicht nicht ganz. Ich traue mich nicht, mit denen anzugreifen, weil die sofort versagen. Kommt mal näher. Hey, die stehen so schön draußen. Treffen gar nichts. Schießt nur mal auf das Großschiff. Ah, da schaffen sie doch, glaube ich, ein bisschen mehr. Auch nicht so wirklich. Vielleicht soll ich die Folge schneiden. Ich guck mal. Ich glaube, ich schneide die Folge an dieser Stelle dann. Aber da gucken wir erstmal rein. Weil das wird sonst zu lang hier. So, komm schon. Ein bisschen alberner Aufwand, um diese Flotte zu schützen, aber gut. Ich habe ja so wenig, das muss ich auch halten. Versuchen wir nochmal einen vollen Angriff hier rauf. Auf das Handelsschiff, um das endlich mal zu routen. Mit Feuerpfeilen. Na endlich. Drehen, drehen, kehrt machen. Okay, es ist weg. Hier schaffen wir nochmal ein paar Kills drauf, das ist gut. Oh je. Das ist ein bisschen schwierig. Oh, das ist nicht gut gewesen. Das ist nicht gut gewesen. ...67, das ist gut. Eine Feuersalve, ich glaube, jetzt habe ich ihn. 62. Noch eine Feuersalve, sehr gut. Und noch eine. 61, ja, jetzt ist er verloren. Er kann doch noch so viel vertragen, das macht mich wuschig. ...61, immer noch. Hier treffe ich gar nichts. 60. Immer noch 60. ...57, 56. Feuersalve. Gib ihm endlich den Rest. Komm schon. Jetzt muss er aufgeben. Die Feuersalve wird ihm den Rest geben. Komm schon. Eine und die nächste. Ach, jetzt springen sie alle schon ab. Okay, hätten wir. Glorreicher Sieg. Yay. Ihr seht, das müsst ihr nicht unbedingt aufgeben. Das könnt ihr euch mal versuchen.
Mit ein bisschen Geschick lässt sich das nämlich zum Guten abwenden. Kein Schiff verloren. Ja, das ist ganz gut. Also die brennenden Pfeile sind im Shogun wirklich Gold wert. Hier in den Seegefechten ist, wenn jetzt zwei, drei Salve auf dem Schiff, dann sind die schon am Wanken. Also danach nochmal eine Feuersalve vielleicht und sind sie weg. Selbst nach den zwei wird es schon kritisch. Nach der dritten auf jeden Fall. Ja, nicht schlecht. Ich werde es natürlich schneiden für euch, denke ich mal, so ein bisschen. Das wird doch zu lang bleiben. Ja, dann beenden wir die Episode dann auch gleich wieder hier. Ja, haben wir gefangen, ne? Eigentlich. Nee. Wir haben sehr viel Erfahrung gemacht, haben wir welche verloren? Ja, ein paar schon. Gut. Wir konnten unseren Handelsposten halten, das finde ich ja cool. Aber nochmal so eine Welle abzukriegen ist nicht so gut. Dabei sind die ja eigentlich die Seefahrer, ne? Haben wir sie geschlagen. Sehr, sehr cool. Das ist eigentlich die Seefahrerfraktion. Okay. Angreifer Kubota Fujiwara auf. Oh, das ist jetzt schlecht. Warum? Oh nein. Mit einem der beiden muss ich jetzt das Bündnis beenden. 3, 5. Oh, nein. Warum? Da muss ich auf jeden Fall mich den Kiso anschließen, weil sonst habe ich mit denen... Oh, nee. Dann habe ich keinen Support mehr. Ich muss mich den Kiso anschließen. Geht nicht anders. Leider. Leider. Wenn ich mich nämlich nicht den Kiso anschließe, dann habe ich noch einen Feind gegen mich. Jetzt muss ich das schöne Bündnis mit den Kubota wieder beenden. Ach. Oh, Provinz verloren, ja. Mit zerschlagen. Bündnis gescheitert. Sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Oh, sie haben sich mit den Nita verbündet. Ist nicht so gut. Ja, so langsam kristallisiert sich das immer mehr heraus. Die Kampagne wird immer mehr zum Clashen, sag ich mal. Armies clashen. Ich gehe schon mal hier in die nächste Geschichte rein. So, Angriff. Ja, das machen wir auf jeden Fall wieder. Schnelles Speichern mache ich schon mal. Ja, das machen wir dann in der 13. Episode. Also, der Plan ist jetzt der. Es ist echt schade mit diesem blöden Angriff. Warum mussten die auch angreifen? Ey, so ein Pech. Jetzt hätten wir nämlich das Bündnis. Aber gut. Jetzt haben wir noch, also ich glaube, die Kampagne wird immer drastischer. Ich glaube, wenn das so weitergeht, verlieren wir sie doch. Aber das ist ziemlich, ziemlich garstig. Aber wir haben noch eine gute Chance, weil wir eine starke Force haben. Und wir haben uns gut geschlagen bisher. Das hat sich für uns ausgezahlt. Der Plan ist jetzt der, nochmal kurz so zusammenfassend zum Ende der langen Episode. Gen Osten weiter doch pushen, geht nicht anders. Die Hirayasumi zurückschlagen, dann werden sie die Kubota auch fressen, sage ich mal. Dann die Kubota zurückschlagen, die einnehmen und die Kiso sind ja auf unserer Seite und dann versuchen die Taira irgendwie zu kriegen. Und dann haben wir noch die Nita, also das ist wirklich ein Desaster, ja, aber den... Wenn ich mich nicht den Kiso angeschlossen hätte, dann wären die meine Feinde und da hätte ich eigentlich den größeren Problempunkt, weil die haben ja meine Gesinnung und das ist besser für mich. Ja? Also die Kubota, auf die kann ich mich sowieso nicht immer verlassen. So, jo, dann würde ich mal sagen, oh Mann, die haben ganz schön verbesserte Sachen hier. Trotzdem schaffen wir das. Ich würde mal sagen, bis zur nächsten Episode der 13. Bis dann sage ich mal, Sayonara, euer Taira Hiro.